Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch vorbereitet, beziehungsweise die letzten Monate haben sich was angesammelt und ich habe keine Lust mehr auf den Müll und deswegen stelle ich ihn euch vor. Falls euch interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Und was standardgemäß bei mir immer ein Aufgebraucht ist, sind Wattepads, und zwar die von Evelyn. Davon habe ich schon mehrere aufgebraucht. Ich verwende die, um mein Gesichtswasser aufzutragen und teilweise um Make-up zu entfernen. Dafür reichen die mir vollkommen aus. Also ich verwende es jetzt nicht direkt zum Make-up entfernen mit so einem Öl oder sowas, sondern eher, wenn es noch Reste im Gesicht sind. Dann ein Produkt, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, und zwar ist es das hier von Balea, das Schönheitsgeheimnisse in der Duftrichtung Roter Mond. Und zwar ist das für farbige Haare, also gefärbte Haare. Und dazu muss ich sagen, es roch eigentlich ganz in Ordnung, also der Mann muss diesen blumigen Geruch mögen. Von der Konsistenz her ist es ziemlich flüssig gewesen, nicht so dickflüssig, wie man andere kennt. Von der Wirkung her finde ich es in Ordnung, aber macht jetzt nicht großartig irgendwas besonders, wo ich sagen kann, oh, das hat mir super gut gefallen, das würde ich wieder nachkaufen. Und deswegen ist es in Ordnung, kann man machen, muss man aber nicht. Dann Allzwecktücher, die sieht mir, glaube ich, bei jedem bei meiner aufgebraucht Videos, weil die verwende ich wirklich immer, um Sachen zu reinigen, heißt es mein Schminktisch, mein Regal etc. Dafür ist es wirklich immer super, die riechen angenehm, gibt es noch, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Duftrichtungen und die machen da wirklich alles gut und mit und kriegt auch eigentlich jedes Make-up-Fleck aus dem Regal raus. Dann habe ich hier ein Fixing Spray, und zwar ist es von NYX, das Duo Finish Long Lasting Setting Spray, das sieht so aus. Das habe ich eine Zeit lang aufgebraucht. Finde ich nicht schlecht, also das ist ja jetzt habe ölige Haut, bräuchte eigentlich das Matte, aber ich habe jetzt das Dewy gehabt, hat jetzt aber nicht großartig einen Dewy Finish gemacht, wie ich finde, weil da habe ich andere Setting Sprays, wo man das eher merkt, dass man sozusagen dewyiges Finishes auf dem Gesicht hat. Und ansonsten, das Gefühl an sich ist es danach schon so ein bisschen klebrig, also es würde das Gesicht so ein bisschen zusammenziehen. Aber und deswegen finde ich es an sich gar nicht mal so schlecht. Aber ich werde erstmal mich mit weiteren Setting Sprays durchtesten und dann für mich selber zu entscheiden, was genau das Beste ist. Momentan bin ich ein großer Favorit von dem P2 Pro Beauty, heißt es, glaube ich. Und das ist wirklich dewy, obwohl matt draufsteht. Dann habe ich hier ein Flop-Produkt, und zwar ist das von Ritual, das Rice Scrub Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Ich weiß, viele Leute mögen diese Duftrichtung und es geht jetzt auch nicht allgemein gegen die Marke oder jetzt an das Peeling. Das Peeling war super, das war so ziemlich fein, so ganz, ganz kleine Perlen. Ich finde ehrlich gesagt, ich mag das nicht so besonders, weil es auch so Tube ist. Ich hätte es gerne mehr so in so einem Tiegel gehabt. Weil dann die Dosierung viel einfacher ist, weil man muss halt immer ständig drücken. Das nervt mich persönlich bei so einem Peeling für den Körper. Und der Duft roch irgendwie ranzig. Also so, wenn man dran gerochen hat, nicht. Aber als man dann angefangen hat, es im Körper einzureiben, roch es ranzig. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen würde ich mir das persönlich nicht nochmal nachkaufen. Wobei ich noch das Bodyschaum und so, noch irgendwas davon habe. Mal schauen, ob das genauso sich verhält auf meiner Haut. Dann ein Thema, was die meisten, glaube ich, gar nicht ansprechen, aber ich meine, es ist etwas ganz Normales, und zwar sind das Slip-Einlagen, und zwar sind das die Ultradünne von Yessa. Ich kaufe immer welche Slip-Einlagen, einfach um frisch zu bleiben, sage ich mal, und dafür eignen sich, die sind ja ultra dünn, ich habe davon noch zwei Packungen. Wenn ich die ganzen Packungen leer habe, würde ich mir wahrscheinlich die nicht nochmal nachkaufen, weil ich finde sogar, dass sie so einen Ticken zu dünn sind. Dann ein Deo von Duschstars, und zwar das Shower Feeling Duschfrische. Das sieht so aus. Davon habe ich noch ein paar Backups. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Der Geruch ist in Ordnung, aber ansonsten hält es, was es verspricht. Man hat wirklich einen guten Schutz, wenn man jetzt nicht extrem jemand ist, der so stark schwitzt. Und da es bei mir nicht so der Fall ist, hat es für mich eigentlich ziemlich gut gereicht. Und ohne Alkohol, antitransparent, also kann man ruhig mal machen. Dann habe ich hier zwei Trockenshampoos, die ich froh bin, als sie leer waren und auch wirklich mit Absicht auch irgendwie leer gemacht habe, weil sie mir einfach überhaupt nicht gefallen haben. Und zwar sind das die hier von Colab. Das eine ist sozusagen tropischer Duft und das andere ist eher für Sport, was ich gar nicht verstehe, was so unterschiedlich sein soll, aber gut. Jedenfalls, finde ich, machen die gar nichts. Ich finde, die riechen nicht so gut und die machen auch gar nichts. Danach hat man irgendwie so das Gefühl, als hätte man so Haarspray in Kombination mit Trockenshampoo auf die Haare geklebt und dann werden sie so ein bisschen klebrig. Also mir gefällt es nicht und dafür sind sie einfach viel zu sehr überteuert. Dann haben wir hier ein Gesichtswasser von Alverda, das Aqua
Meeresalge für normale und Mischhaut. Das fand ich sehr angenehm. Würde ich an sich auch nochmal nachkaufen, weil meine anderen Gesichtswasser leer gehen würden. Das ist ziemlich erfrischend. Man spürt auch, dass man gerade das Gesicht etwas klärt. Also es prickelt so ein kleines bisschen, aber nicht unangenehm. Dann habe ich hier ein paar Stripes. Einmal die schwarzen von Balea, die liebe ich, die verkaufe ich immer wieder nach. Die machen auch wirklich das, was die versprechen. Da sind immer 3 Stück drin. Und die brauche ich auch ziemlich schnell auf, weil die gefallen mir an sich und kosten nicht so viel. Dann einmal auch von Balea, und zwar von Soft & Clear für die Stirn und für das Kinn. Finde ich in Ordnung, würde ich mir aber glaube ich nicht nochmal nachkaufen, weil es persönlich nicht großartig was gebracht hat. Und einmal von Balea Soft & Clear auch No Strips. Ich fand persönlich die schwarzen besser als die hellen. Wobei zum Beispiel Tara von Tamtam Beauty genau das andere behauptet. Also müsst ihr für euch selber entscheiden und vielleicht mal durchprobieren. Dann habe ich hier ein weiteres Deo, und zwar ist es von Balea, das Anti-Transparent Fit for Stress. Das sieht hier so aus. Das hat wirklich ewig gedauert aufzubrauchen. Also wenn ihr einmal so ein Deo kauft, was wirklich 400 ml eigentlich einen Inhalt haben soll, dann dauert es wirklich ein halbes Jahr, glaube ich. Nur der Duft hat mir nicht so gut gefallen und dementsprechend würde ich nicht nochmal kaufen. Von der Wirkung her ist es in Ordnung, kann man machen, aber alleine nicht, also ich würde dann trotzdem nochmal so. Gerade ging die Kamera aus wegen Akku. Ich habe auch nicht so viel Akku, deswegen mache ich schnell weiter. Ich hoffe, ihr habt das letzte mitbekommen. Wenn nicht, schaltet einfach die Fragen in den Kommentaren. Was auch immer so ein Tabuthema ist, was eigentlich kein Tabuthema sein sollte, sind so Intimwaschlotion von Nivea. Ich probiere mich da eigentlich ehrlich gesagt durch. Fand das nicht schlecht, roch so ein bisschen nach Gurke. Und dementsprechend kann man das machen. Ist halt anders als wie ein Shampoo, ist halt ein bisschen milder formuliert. Dann habe ich ganz viel Masken, also ein paar Masken, und danach kommt eigentlich auch schon nur noch dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich hier einmal von Kiko die Energy Mask Ditto Detoxifying Black Mask. Also die war auch schwarz. Und das soll einfach nur sozusagen regenerieren und säubern, und ich muss ehrlich sagen, mir hat die nicht gefallen, einfach die Konsistenz nicht, und auch von der Wirkung habe ich nicht wirklich was gesehen. Es war keine zum Abziehen, sondern zum Waschen, und danach war das wirklich so ein richtiges Messi. Also man sieht auch so alles komplett dreckig, und im Waschbecken war das immer alles so schwarz, grauenvoll. Dann habe ich hier einmal die reinigende Maske von Balea, beziehungsweise die Hälfte, die andere Hälfte muss ich noch machen. Die ist gut, die kaufe ich immer wieder nach. Die ist einfach zum Klären und zur Entfernung von Pickeln. Und jetzt kommt die beste Maske, die ich bis jetzt in meinem Leben verwendet habe. Und zwar hatte mir Galeria Kaufhof einfach so einen Gutschein mal geschickt gehabt zum Ausprobieren. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und zwar ist es die hier. Das ist die mal Lotus Face Mask. Und ja, es ist einfach, damit das Gesicht Feuchtigkeit geschwendet wird und geglättet wird. Und ich muss sagen, ich habe die aufgetragen und danach hat es das so geil angefühlt. So geil. Also wirklich, ich glaube, das ist ein bisschen preislich höher als wie jetzt zum Beispiel eine normale Drogerie-Maske, aber die ist so geil. Also wirklich, das Geld ist es wert. Eine Zahnpasta hätte ich noch, bevor der dekorative Kosmetik kommt, und zwar ist die von Iona. Das ist eine medizinische Zahncreme, also ein Konzentrat. Da braucht man nur so groß wie so eine kleine Linse, und es schäumt schon ziemlich stark im Mund. Ist jetzt zwar erfrischend, aber jetzt nicht extrem, und ich fand die jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt noch ein paar Zahncreme zu Hause, aber ich würde die mir glaube ich im Frühstyle wirklich nochmal kaufen. Dann habe ich hier zwei Gesichtspuder, und zwar einmal von Essence, das All About Matte Fixing Compact Powder. Ich habe 2 Backups da, also eins ist gerade in Verwendung und das andere ist noch vom komplett neu verpackt. Also das ist wirklich alle. Das geht auch ziemlich schnell alle, weil es einfach loses gepresstes Puder ist. Und also großartig, brauche ich da nicht so viel zu sagen, weil jeder YouTuber spricht irgendwie darüber, glaube ich. Und einmal das L'Oreal Nude Magic BB Powder in der Farbe sehr heller Hauttyp. Davon habe ich auch noch ein Backup. Und das war auch ein sehr gutes, leichtes Puder. Also wenn man das nicht mag, dass das Gesicht zu pudrig aussieht, dann ist das so ein BB-Powder gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich hier 2 Augenbrauenprodukte. Und zwar einmal den Trended Up Brow Liner Waterproof. Der hat auf einer Seite eine Bürste und auf der anderen Seite eben so einen Stift. Und
Der ist so gut. Also die Farbe ist sehr schön aschig. Ich habe übrigens die Farbe 020. Er ist schön cremig, sehr pigmentiert und ich fand den super. Ich habe jetzt ein paar, beziehungsweise genug Augenbrauenprodukte, aber falls das leer geht, definitiv richtig schön. Und was mir nicht so gut gefallen hat, ist das von Maybelline, The Brow Drama Pomade Crayon. Also es ist sehr cremig und ich habe einfach wirklich den Inhalt genommen und woanders reingekratzt. Ich dachte, das kann man drehen, aber tatsächlich war das wirklich nur hier so ein Stift und der Rest war dann hier in diesem Loch drinnen. Das habe ich dann wirklich so rausgeschabt mit einer Pinzette. Finde ich schwachsinnig, ehrlich gesagt, weil man kann es nicht spitzen, man kann es nicht raustragen, wozu ist dann noch so viel Produkt drin in dem Stift selber. An sich, das Produkt an sich selber ist gar nicht mal so schlecht, aber der Stift ist auch so dick, man kann gar nicht seine Augenbrauen damit ausmalen, deswegen auf keinen Fall nachkaufen. Dann habe ich hier etwas, was ihr, glaube ich, sowieso nicht mehr bekommen könnt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt Astro noch überhaupt irgendwo bekommt. Und zwar ist es das Skin Match Protect Concealer in der Farbe 001 Ivory. Das hatte hier so unten so ein Schwämmchen, wo man dann ausgedrückt hat und danach konnte man das im Gesicht verteilen. Hatte eine Deckkraft von nichts. Deswegen würde ich es sowieso nicht nachkaufen, auch wenn ich es sozusagen könnte. Und dann noch ein letztes Produkt, und zwar ist es von Kiko. Das ist so eine Wimperntusche, die man sozusagen verwendet, um die Wimpern zu verlängern. Also wie so diese Eyeliner, die meisten haben von MTB oder Revitalash etc. Und das ist eben halt so eine Wimperntusche von Kiko. Die steht in 30 Tagen, wachsen die Wimpern und ich habe das lang genug ausprobiert. Das ist so ein durchsichtiges etwas, was da drin ist und es hat nichts gebracht. Meine kleine Schwester hat es auch schon probiert und es hat auch nichts gebracht. Dementsprechend ein weiteres Flop und ich würde es auch nicht nochmal nachkaufen. Womit wir dann eigentlich auch schon mal am Ende sind. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das gerne unten in den Kommentaren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Videovorschläge unten da lassen würdet oder irgendetwas zum Verbessern, irgendwelche Wünsche, irgendetwas, was ihr auszusetzen habt. Ich bin für Feedback da. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, damit wir auch mal die 1000 Abonnenten erreichen. Natürlich gibt es dann auch eine Verlosung. So ist es nicht. Sie ist vorbereitet, aber wir schaffen es einfach nicht, die zu knacken. Wenn es soweit ist, ist eine am Start. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.